Ihr fantastischen Menschen da draußen, ich grüße euch. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute haben wir, mal ausnahmsweise, einen Zuschauerwunsch dran. Und zwar vom Homer J. Simpson. An dieser Stelle Grüße an dich und vielen Dank für diesen Wunsch. Und zwar, dass ich die Perle Time Cop für das Super Nintendo gewünscht. Ja, ich habe das Spiel noch nie gespielt und auch den Film habe ich nicht gesehen. Aber es ist natürlich einer dieser, ich sag mal, Van Damme Actionfilme. Wie gesagt, genauere Einschätzung kann ich dazu nicht geben, aber wie ihr schon am selbstlaufenden Demo seht, ist das auf jeden Fall das Spiel zum Film und es wurden die Sprites aus dem Film da eingebaut. Da werden wir gleich mal sehen, wie sich das Ganze spielt. Eins vorweg, falls ihr auch Wünsche für diese Reihe haben solltet, also 8 oder 16-Bit-Spiele, die aus irgendeinem Grund nicht so gut sind, einfach in die Kommentare rein. Ich habe eine Liste, da schreibe ich alles drauf und so nach und nach arbeite ich das mal ab. Aber ich würde sagen, genug geschnackt. Gucken wir mal rein. Ja. Ja, so. Er hat die Eingabe irgendwie nicht registriert. Wahrscheinlich, weil er gerade die Demo gestartet hat und man da noch nicht eingreifen kann. Ich habe keine Ahnung. Mach mal das Mikrofon näher an mich dran. Ich hoffe, ich mache jetzt keine komischen Geräusche. Ja, Story, keine Ahnung. Wir sind wahrscheinlich ein zeitreisender Cop, nehme ich mal an, bei dem Namen. Also es fängt schon mal sehr hip von der Musik an, okay? Ja, diese typische Idle-Animation haben wir. Sieht aber jetzt grafisch gar nicht so verkehrt aus. Wir können springen. Wir können einen langsamen Tritt machen. Ich befürchte, mit der Animation wird der zu langsam sein. Einen schnellen Ellbogenschlag. Und Pistole. Okay. Schauen wir mal. Oh. Huch. Guckt euch doch nochmal die Gegner-Animation an. Knüller. Okay. Also okay, erschießen geht auf jeden Fall schnell. Die scheinen sehr kräftig zu sein, diese Wissenschaftler oder was es auch immer sein soll. Ey, was ist denn das hier für ein Levelaufbau? Wo muss ich denn hin? Also dieser Tritt ist, glaube ich, viel zu langsam. Aber die Musik ist... Also... Ey! Die Pistole ist schon alle! Ey, der Tritt... Der ist viel zu langsam und die Reichweite scheint auch nicht viel besser zu sein. Und die Pistole war ja ruckzuck alle. Hä? So, Ellbogencheck. Okay, wenn ich geduckt bin, kann ich nicht angreifen. Warum auch immer. Zack, hier, Ellbogencheck. Aufs Maul, aber richtig. Zack. Okay, die lassen auf jeden Fall ins Leben fallen, würde ich sagen. Zack. Oh, ist Animation. Also noch steifer hätten sie nicht machen können, oder? Oder vielleicht, okay. Das will ich natürlich jetzt nicht ausschließen, dass das jetzt filmmäßig irgendwelche Cyborgs sein sollen oder sowas. Wie gesagt, ich kenne den Film nicht, deswegen kann ich dazu jetzt nichts sagen. Ah, ich kann treten aber. Also eine Hocke kann ich nur treten, nicht schlagen. Und ich guck mal, wo ich hin muss. Ha! Also das Leveldesign ist schon mal... Oh, jetzt rutscht er da wieder runter. Das Leveldesign ist schon mal nicht so geil. Und die Framerate, die bricht auch gerne mal ein bei Explosionen anscheinend. Zack. Also allgemein fühlt sich das Kämpfen ziemlich scheiße an, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das so gut bei dem Video rüberkommt, aber... Okay, zack. Es spielt sich so, wie es aussieht. Sagen wir es so. Ach, Exit. Erstes Level geschafft. Ist aber sehr verwirrender Levelaufbau. Ich weiß nicht, ob sie sich damit einen Gefallen getan haben. Ich bin mir echt nicht sicher. Und das Kämpfen ist halt wirklich sehr sperrig, weil diese Animationen sehr sperrig sind. Und der Tritt zum Beispiel, wie man sieht, viel zu lange braucht, damit der ausgeübt wird. Guckt euch mal dieses Umdrehen an. Es soll natürlich jetzt von der Animation, sieht so gesehen nicht verkehrt aus, aber es ist halt spielerisch kacke. Weil erst diese Animation abgespielt werden muss, ne? Aber...
zack. Jetzt haben wir exakt dasselbe hier im zweiten Level. Selbe Gegner. Selber Levelaufbau mit diesen Rampen. Die warum auch immer da sind. Keine Ahnung. Wer baut denn so ein Gebäude? Wow. Klaus, lass mal hier so ein paar Rampen reindengeln. Passt. Es ist nur verwirrend. Man hat ja auch keine Minimap oder sowas. Also, das Schlag ist zwar schnell, aber kurze Reichweite, aber auch der Tritt ist auch nicht besser. Hier, komm, zack. Oh, ist die Pistole schon wieder alle, ey. Okay, jetzt haben wir mal endlich mal realistische Magazingrößen in einem Spiel, weil ich glaube, so ein Pistolen-Magazin, da ist nicht so viel Platz für so viele Schüsse. Aber ich kriege ja auch keine neuen. Wieso hat er keine Reservemagazine dabei? Was ist das für ein Polizist? Und wieso spawnen jetzt die Gegner hier alle neu? Verdammte Hacke! Also schwer ist das auch nur, weil das Kampfsystem scheiße ist. Also wäre das Kampfsystem vernünftig? Denn okay. Aber so? Zack, mal hier kaputt. Keine Ahnung, was es ist. Ob man es kaputt machen muss. Guckt euch mal einen Tritt an. Der ist viel zu langsam. Viel zu langsam. Damit kommt man nicht weiter. Überbricht hier die Scheiße ein. Ich glaube, das ist Munition, ne? Zack. Okay, zwei Tritte sind tot. Ich glaube, waren das vier Ellbogen-Checks? Ja, ich meine, toll. Jemand lasst es einbrechen. Schön. Seht ihr? Dadurch, dass es jetzt diese Animation mit dem Umdrehen, konnte ich den nicht vernünftig bekämpfen. Zack. Meine Fresse. Diese Plattform, ey, das ist so unübersichtlich. Man weiß auch nicht, wo der Ausgang ist. Deswegen habe ich es gerade zufällig irgendwie entdeckt, aber... Part 3, lass mich raten, es sieht genauso aus. Oh, wir haben eine andere Musik, höre ich gerade. Was ist das für eine Reichweite? Ich stehe quasi in... Was ist das? Halbe Meter in echt Reichweite vor dem und treffe den nicht mit einem Tritt? Mit einem Van Damme-Tritt? Und die haben natürlich eine große Reichweite, ne? Weil... Sinn. Verstehe ich nicht. Zack, zack. Okay, also treten ist doch gar nicht so verkehrt. Man muss halt da ein bisschen mehr aufs Timing achten, würde ich sagen. Was ist denn hier? Ist die böse? So eine Drohne? Aber hier bricht wesentlich irgendwie alle drei Meter was zusammen. Was haben wir hier? Drohnen, die einen runtertreten. Ah! Und ich kann die nicht richtig bekämpfen hier. So, Sprungtritt. Oh, springt er viel zu weit. Oh Mann! Na! Ich kann... Durch diese blöden Animationen... Komm her. Ey, komm her, du Scheißdrohne. Es ist so bescheuert. Es ist einfach bescheuert. Also es vom Spielgefühl her macht es keinen Spaß. Gefühlt haben sie mehr drauf geachtet, dass es vielleicht in Screenshots im Magazin gut aussieht. Jetzt bin ich da wieder runter. Ich bin jetzt wirklich wieder runter. Und die respawnen alle. Okay, die drohen immerhin nicht. Oh. Guckt's euch an. So geht's mir auch gerade. Und ich habe echt keinen Bock mehr, das zu spielen. Also... Von der Aufmachung her, okay, Musik, okay, ist halt nicht sagen, Standard, ist okay. Die Grafik, auf den ersten Blick, sieht gar nicht so verkehrt aus. Die haben es halt versucht, so die Schauspieler zu digitalisieren. Aber das Gameplay, durch diese Animation und sowas, das fühlt sich einfach nur kacke an. Und in dieses Level-Design, ach. Trotzdem, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und danke an dich, Homer J. Simpson, für den Wunsch. Und ich hoffe, ihr habt denn trotzdem, trotz dieser Spielegurke noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut!